Lektion 67. Die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst. Der heutige Leitgedanke ist eine vollständige und zutreffende Aussage über das, was du bist. Aus diesem Grunde bist du das Licht der Welt. Aus diesem Grunde berief Gott dich zum Erlöser der Welt. Aus diesem Grunde erhofft der Sohn Gottes seine Erlösung von dir. Er wird durch das erlöst, was du bist. Wir wollen uns heute jede erdenkliche Mühe geben, zu dieser Wahrheit über dich zu gelangen und ganz zu begreifen. Und sei es auch nur für einen Augenblick, dass es die Wahrheit ist. Während der längeren Übungszeiten wollen wir über deine Wirklichkeit und ihr gänzlich unverändertes und unveränderliches Wesen nachdenken. Wir werden damit beginnen, dass wir diese Wahrheit über dich wiederholen und danach einige Minuten damit verbringen, einige diesbezügliche Gedanken hinzuzufügen, wie zum Beispiel: Die Heiligkeit hat mich heilig erschaffen. Die Güte hat mich gütig erschaffen. Die Hilfsbereitschaft hat mich hilfsbereit erschaffen. Die Vollkommenheit hat mich vollkommen erschaffen. Jede Eigenschaft, die mit Gott in Einklang steht, wie er sich selber definiert, eignet sich hierfür. Wir versuchen heute, deine Definition von Gott aufzuheben und sie durch seine eigene zu ersetzen. Wir versuchen auch zu betonen, dass du ein Teil seiner Definition seiner selbst bist. Nachdem du mehrere damit zusammenhängende Gedanken solcher Art betrachtet hast, versuche für eine kurze Zeit der Vorbereitung, alle Gedanken von dir abfallen zu lassen und dann versuche, jenseits all deiner Bilder und vorgefassten Meinungen über dich selbst zur Wahrheit über dich vorzudringen. Wenn die Liebe dich schuf wie sich selbst, muss dieses Selbst in dir sein. Und irgendwo in deinem Geist ist es da, auf das du es findest. Möglicherweise empfindest du es als nötig, den heutigen Leitgedanken von Zeit zu wiederholen, um ihn an die Stelle ablenkender Gedanken zu setzen. Vielleicht stellst du auch fest, dass dies nicht ausreicht und du fortfahren musst, weitere Gedanken hinzuzufügen, die sich auf die Wahrheit über dich beziehen. Vielleicht jedoch gelingt es dir, darüber hinauszugehen und durch die Zeitspanne der Gedankenlehre zum Gewahrsein eines strahlenden Lichts zu kommen, in welchem du dich so wiedererkennst, wie dich die Liebe schuf. Sei zuversichtlich, dass du heute viel dazu tust, um diesem Gewahrsein näher zu kommen, ob du nun das Gefühl hast, du habest es geschafft oder nicht. Es wird heute besonders hilfreich sein, den Leitgedanken des Tages so oft wie möglich anzuwenden. Es ist nötig,
dass du die Wahrheit über dich so häufig wie nur möglich hörst, weil dein Geist so sehr mit falschen Selbstbildern beschäftigt ist. Es wäre äußerst förderlich, dich 4 oder 5-mal in der Stunde, vielleicht sogar öfter, daran zu erinnern, dass die Liebe dich schuf wie sich selbst. Hör darin die Wahrheit über dich. Versuche in den kürzeren Übungszeiten zu begreifen, dass es nicht deine dünne, einsame Stimme ist, die dir dies sagt. Dies ist die Stimme für Gott, die dich an deinen Vater und dein Selbst erinnert. Dies ist die Stimme der Wahrheit, die alles, was das Ego über dich sagt, durch die einfache Wahrheit über den Sohn Gottes ersetzt. Du bist von der Liebe, wie sie selbst erschaffen worden. Die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst. Nimm dir Zeit, über deine Wirklichkeit nachzudenken. Und nimm dir Zeit, Eigenschaften zu finden, die mit Gott in Einklang stehen. Wie zum Beispiel, die Liebe hat mich liebevoll erschaffen. Die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst. Nachdem du Gedanken gefunden hast, lass sie alle wieder fallen. Und finde direkt zur Wahrheit. Hinter all diesen Bildern, Ideen und Meinungen. Die Liebe hat mich erschaffen, wie sich selbst.